Kabinentalk in einer neuen Ausgabe mit Ogusan Sifrikaya. Kannst du uns bitte mal deinen fußballerischen Werdegang erzählen? Also ich habe 2011 bei DSG Union Haid angefangen. Mit 16 bin ich dann zu HK Tron gewechselt. Danach hat es mich in die Türkei gebracht, zu Antalyaspor. War ein Jahr dort. Dann bin ich zurückgekommen wegen Bundesheer, was ich absolviert habe. Danach war ich in der ersten Klasse bei SPG Villaring Mühlbach und jetzt bin ich bei Vorwärts Steyr. Dein Vertrag beim SKV läuft ja bereits im Sommer aus. Wie geht's dann weiter für dich? Also für mich war der erste Gedanke natürlich verlängern. Ich fühl mich sehr wohl hier und ich habe einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und bin sehr glücklich hier. Was hat dich dazu bewegt, einen Vertrag zu verlängern? Also seit dem ersten Tag fühle ich mich hier sehr wohl. Die Spieler haben mich seit dem ersten Tag sehr gut aufgenommen, das Trainerteam, das Vorstand. Und ich fühle mich hier wirklich sehr wohl. Und ja. Perfekt, schön zu hören. Lass uns jetzt noch mal ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Da haben wir auf Instagram einige Fragen dazu bekommen. Erinnerst du dich sehr oft an deine alten Vereine zurück? Ja, also wenn ich Zeit habe, gehe ich öfters meinen alten Mannschaften zuschauen. Ich war jetzt die letzten Wochen oft bei Haid zuschauen. Ich lasse mich schon öfters blicken. Schöne Erinnerungen sind immer schön. Du hast vorher schon erwähnt, du warst ein Jahr in der Türkei. Wie war speziell die Zeit? Kannst du uns davon ein bisschen mehr erzählen? Ja, es war eine schöne Erfahrung natürlich in der Heimatland. Ich wollte natürlich auch die Meisterschaft dort spielen, was leider nicht ging wegen Corona. Die Hinrunde wurde abgesagt. Und zur Rückrunde war ich halt zurück wegen dem Bundesheer, was dann nicht lief. Und ja, aber es war eine schöne Erfahrung. Hast du dort mit der Kampfmannschaft dann mit der U19, zweiter Mannschaft halt. Hat es Testspiele auch gegeben? Naja, wir hatten Testspiele gegen der Kampfmannschaft zweimal und gegen Mannschaften, die in einem Trainingslager in Antalya waren. Und so halten Testspiele hatten wir schon. Warum hast du dich im Winter überhaupt dazu entschieden, zur Vorwärts zu wechseln? Ja, ich habe die Möglichkeit bekommen, dass ich als Testspieler hierher komme und mich beweisen kann durch meinen Manager. Und ich habe mich halt gut vorbereitet. Ich habe individuell trainiert, habe alles gegeben, was sich auch am Schluss belohnt hat. Wie findest du die Stimmung bei uns im Stadion? Ja, die Stimmung ist natürlich unglaublich. Man ist wirklich sehr glücklich, dass man hier sein darf. Und die Stimmung ist wirklich sehr gut. Du bist ja von Will Hering zu Vorwärts gekommen. Ja. Wie ist es so von der ersten Klasse direkt in die zweite Bundesliga? Wie fühlt sich das an? Ja, also sehr gut. War eine große Herausforderung für mich. Aber ich habe es angenommen. Ich gebe jedes Training Vollgas. Und natürlich ist mein Ziel auch, dass ich so schnell wie möglich eine wichtige Rolle für den Verein bin, Stammspieler. Wie ist es jetzt, Profi zu sein für dich? Also ein schönes Gefühl. Natürlich, man kommt bestens klar. Man sollte auf manche Sachen aufpassen, aber man muss immer Vollgas geben. Ist keine leichte Arbeit. Harte Arbeit lohnt sich immer. Gibt es irgendeinen Tipp, was du jungen Spielern empfehlen kannst, die ebenso Profi werden möchten oder so einen großen Sprung schaffen wie du? Also man muss wirklich immer hart arbeiten. Es ist nichts unmöglich. Also das glaube ich, habe ich auch bewiesen, dass ich von der ersten Klasse in die zweite Liga gekommen bin. Ich habe immer nebenbei hart trainiert, individuell mit meinem Trainer, auch mit der Mannschaft halt. Und man muss wirklich immer hart arbeiten und daran glauben und alles ist möglich. Hat dich unser Trainer Daniel Matlena noch besser gemacht? Ja, auf jeden Fall. Der möchte wirklich jedes Training 100% haben. Und natürlich, ich gebe auch jedes Training 100%, wie das Trainer will. Und auf jeden Fall. Denkst du noch an irgendwas anderes außer an Fußball? Natürlich, ich gehe auch mit Mitspielern hinaus, spazieren und so. Aber jetzt bin ich mit vollem Fokus in Fußball drin. Wer ist dein größtes Vorbild? Natürlich seit klein auf schon Lionel Messi ist mein Vorbild.
Gibt es auch in der Mannschaft irgendjemanden, den du da so ein bisschen als Vorbild nimmst? Ja, also man kann wirklich von jedem was weiterlernen, von den Älteren. Und natürlich jetzt im 1 gegen 1 Duell sehe ich mir Tolga Güneş sehr genau an. Der macht das sehr gut. Wer ist der beste Defensivspieler? Also ich würde sagen Sergio Ramos. Ich gucke mir auch seine Social Media Stories an, wie der auch immer nebenbei hart arbeitet. Und das gefällt mir auch sehr, das motiviert mich auch immer wieder. Was ist dein Lieblingsverein? Mein Lieblingsverein ist Trabzonspor, was heuer hoffentlich Meister wird. Und hast du das schon von deiner Familie mitbekommen? Was? Dass das dein Lieblingsverein ist? Oder ist das in eurer Familie schon immer der Nummer 1 Verein? Ja, wir sind aus Trabzon und automatisch waren wir auch seit klein auf Trabzonspor-Fan. Und so ist es geblieben eigentlich. Geboren bist du aber in Österreich? In Österreich natürlich. Altwurzeln sind dann Türkei von Eltern und die kommen aus Trabzon beide. Sprichst du dann auch Türkisch? Ja, mit Familie halt. Und mit Tolga und so halt. Und mit dem Kröni? Ja. Ist dein Türkisch schon gut geworden vom Kröni? Ja. Wird immer besser. FIFA oder Fortnite? FIFA. Spielst du Fortnite auch, oder? Ab und zu, aber mehr FIFA. Welche Ausbildung hast du zuletzt gemacht? Also ich war in der Handelsschule, Traun. In der ersten Klasse habe ich das absolviert. Und danach hat es mich in die Türkei gebracht, so habe ich es dann gelassen. Das war halt. Und jetzt volle Konzentration auf Fußballprofi. Fußball, genau, ja. Heid oder Steyr? Beides. Gibst du auf deine Ernährung Acht? Ja, das spielt auch eine große Rolle. Und ich achte schon auf meine Ernährung natürlich. Was isst du am liebsten, unabhängig davon, ob es jetzt gesund ist oder nicht? Zurzeit eigentlich Nudeln, was Tolga Güneş für uns vorbereitet. Das essen wir heutzutage schon sehr oft. Es ist ja immer wieder eine Freude, was deine Mannschaftskollegen für tolle Fragen über Instagram haben für dich. Warum sagen alle Fuchs zu dir? Ja, keine Ahnung, sie haben mich einfach Fuchs genannt und so ist das einfach geblieben. Und wer hat angefangen damit? Kannst du dich noch erinnern? Ja, Joe, Tolga, Kröni, Jan. Die vier haben halt damit angefangen und Michi. Und so ist das dann geblieben einfach. Kannst du damit leben mit diesem Namen oder ist du der? Ja, ich komme schon klar damit. Mit wie vielen Frauen schreibst du gerade gleichzeitig? Also auf das bin ich nicht ganz auf. Ich konzentriere mich auf Fußball natürlich. Das ist halt Nebensache. Aber ich bin im Fokus auf Fußball. Genauso wie man es von einem Profi hören möchte. Genau. Ja, wir sind schon bei der abschließenden Frage. Die hat einige User auf Instagram interessiert, die ist sogar mehrfach gekommen. Was sind deine großen Ziele für die Zukunft? Wo möchtest du am Höhepunkt der Karriere sein? Also ich nehme mir immer kurzfristige Ziele. Mein jetziger Fokus ist Stammspieler bei Vorwärts Steyr werden und mich beweisen. Und natürlich dann mal sehen, was auf mich zukommt. Aber jetzt mein jetziger Fokus ist einfach hart arbeiten und Stammspieler werden. Perfekt.